Ja, diese komischen, finsteren Fluchkisten werden jetzt wohl nie wieder eine Show für uns abziehen, denn das war die letzte beim letzten Mal. Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Also, wir können uns jetzt in ein Schiff verwandeln. Was machst du? Sorry, Bordwurm. Hab mich verdrückt. Alter, jetzt können wir einfach rumschippern und mal ein bisschen gucken. Und Geld einsammeln, ja. Schön versteckt. So, ansonsten, glaube ich, war hier nichts weiter. Aber jetzt können wir so viele Geheimnisse, denn wir haben ja diese komische Plattform hier. Die haben wir ja schon öfter gesehen. Boop. Auch in Rohlingen und weiß ich wo und einfach überall, ne? In den Katakomben vor allen Dingen. Oh, das wird schön. Hups. So, jetzt müssen wir erstmal, wo waren wir denn jetzt noch? Wir haben ja schon eine Tür aufgemacht, aber ich glaube, ich muss jetzt eh nochmal ein bisschen... Weiter zurück, wollte ich sagen. Oh, was denn jetzt? Leute, das ist eine... Ah, nee, ich dachte schon, wäre irgendwie eine andere Bombe. Flucht ist nicht möglich. Ey, wir haben frisch Level ab. Wir hauen eh nicht mehr ab. Alter, wie böse die Bombe guckt. Bart, und was machen wir? Ist ich doch nicht. Multibounce. Obwohl, dann explodiert die Bombe bestimmt gleich. Wie wär's mit, Maxi, Baby. Wuhu. Macht auf jeden Fall zwei Down, sofern ich alles voll kriege. Sollte aber meine leichteste Übung sein. Maxi-Beben, einfach so eine heftige Attacke. Gleich zu Beginn des Spiels. Ich muss aber nochmal Powerring ausprobieren, der ist auch nicht schlecht. Ist wirklich sogar stärker, je nachdem, aber der muss mal gucken. Ja! Excellent, bumm, bumm, bumm. So, dann macht bloß noch Bart um eine kleine Explosionsrunde. Das letzte Feuer ist dann down. Na, guck mal, die Erfahrungspunkte ist doch noch nicht so verkehrt. Und tschüss, obwohl, na, seht ihr, da muss zwei Erfahrungspunkte vor dem kleinen Feuer. Na ja. Juhu, ob noch ein Level-Up dran ist? Ich glaube nicht. Ich würde es eigentlich jetzt nicht so forcieren. Ich muss bestimmt eh noch ein paar Gegner so oder so kämpfen. Also, wir schauen einfach mal. Warum hat denn gleich hier die Erde hier bebt, ey? Also, hups. Jetzt haben wir hier zum Beispiel... Ups. Hier war ja jetzt irgendwie gleich so ein... Ja, so ein Schiffsteg. Bum, bum, bum. Ja, und dann kommen wir mit den Wellen hier und so was alles. Ja. Du, das wäre eigentlich eine... Ah, nee, hier ist der neue nicht. Wo war denn das? Ich dachte irgendwie, wäre es eine kleine Abkürzung wieder zurück an den Anfang der Höhle. Aber wie es aussieht, müssen wir wohl richtig weit laufen. So. Also wir hatten... Warte, glaube ich, kann ich ja, glaube ich, mal... Komme ich hier schon an die Kurbel ran oder hier erstmal nach oben? Moment mal. Oben war ja nur ein so ein... Ah, ne, ich glaube, oben ist tatsächlich auch optional. Ich guck mal. Bart und Edi können alle mal nicht springen. Springen alle mal ihr Verderben. So, Piratenhöhle, Wasserfall. Sup. Wasserfall ist auch ein gutes Stichwort, Leute, denn... In den einen Wasserfall auf der rechten Seite kann man nämlich rein. So, hier nicht, ist klar. Kann ich hier auch rennen? Nö. Ich glaube, hier runterfahren sollte gehen. Aber warte mal. Mach ich auch gleich. Aber erstmal hole ich mir hier ein Secret. Secret. Immer hinter Wasserfälle gucken, Leute. Immer hinter den Wasserfällen. Oh! Das schreit nach super seltenen Superorden. Ja! Verteidiger P. Verteidigung deines Partners steigt um eins. Auch nicht schlecht. Werde ich niemals anlegen, weil die sind so teuer. Die sind halt echt teuer. 6 OP. Das geht doch nicht. Dann fahr ich mal schon hier runter, falls ich darf. Wenn nicht, haben wir auf jeden Fall den geheimen Orden. So, komm, wir sind aus Papier. Und runter geht's hier. Whee! Oh, Piratenhöhle. Kann ich irgendwo noch hinterfahren? Nee. So, hier ist diese Ding, wo ich eine Kurbel brauche. Ja, die haben wir doch schon gesehen, Mann. Wo ist denn hier? Wo geht's denn hier lang? Da ist ein Gitter zu. Nichts zu machen. Ja, dann fahren wir mal hier weiter. Ja. Yeah. Ich glaube, so ist schon das Rätsels lösen. Und hier ist doch schon gleich die Kurbel. Da darf man bloß die Orientierung nicht verlieren. Da muss ich auch so ein bisschen merken, von wegen, war da was ganz am Anfang vom Betreten der Höhle und so. Für Kinder extrem schwer, sich das irgendwie zu merken. Also ich fahre nur ein bisschen weiter. Oh, da ist die geile Kurbel. Ja, dann kommen wir auch gleich wieder zurück. Okay. Ups.
Ich muss auch den stacheligen Weg zurückgehen, denn ich habe keine Anlagemöglichkeiten. Uff. Komm her, ja, eine Kurbel, die perfekt in eine ganz bestimmte Öffnung zu passen scheint. Perfekt. Hüppala. Uff. Hüppala. Diesen sind die ganzen Gegner down. Ich weiß nicht, ob man hier rüberrennen kann mit ihm. Check. Ich glaube, das würde auch gehen. Oder? Ja, kann schon sein. Mit ihm Check schafft es ja darüber. Weil er ist ja wirklich deutlich schneller. Doch. Als normales Laufen. Aber egal, ich habe jetzt Barbara ausgewählt. Barbara. Und Bartomb. Ja, geil. Oh, wie ist denn? Sie haben ja schon wieder einige Bildschirme gewechselt. Und dann manchmal tauchen die Gegner wieder auf nach ein paar Bildschirmen. Aber hier zum Glück nicht. Hier bleiben die ollen Kanonen und sowas alles weg. So, Imcheck. Ja, ich bin Imcheck. Aber da müssen wir trotzdem nochmal nach oben. Den Wasserfall wieder runter, weil ich muss über den Wasserweg weiter. So. Kurbel einsetzen. Ey, wie Mario sogar richtig kurbelt. Ja. Kehrt um, sag ich. Psst, hast du das gehört? Hier sind garantiert irgendwo Geister. Ja, die sind hier überall. Im Check. Dum bum 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 bum. Du hast dir doch schon so viel aufgeleckt eigentlich. Hups, jo, hau, je. So, wir kriegen immer wieder Warnungen, dass wir umkehren sollen. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt schon sind, ey. Vielleicht sind wir beim nächsten Part sogar schon bereit für den Boss hier. Ich glaube, ein bisschen was war noch, ein bisschen was kommt noch. Hups, hups, hups. Cool. Oder? Boah. So, Piratenhöhle. Und wir gehen weiter. Wir müssen dann irgendwie nochmal zu den Wellen kommen. Ah, guck mal. Jetzt sind wir hier. Wo wir schon akrobatisch hier rübergejumpt sind. So, da würde es lang gehen. Da muss ich auch hin. Natürlich schon gegen die Strömung. Aber wir gucken nochmal ganz kurz nach hier. Ganz kurz gucken. Okay, hier ist nix. Das hat natürlich ein bisschen Angst. Ich glaube, so fies sind die Entwickler nicht, dass die Sternsplitter irgendwie hier verstecken, wo nur mit dem Boot hinkommt. Münzen, ja. Sternsplitter wären ein bisschen feies. Wir sind ein bisschen sehr fies. Also gut, die Wellen. Oh Mann, ey. Da waren damals auch die Hitboxen ein bisschen merkwürdig. Da wurde es mal ganz komisch getroffen. Guckt euch das an hier, ey. Guckt euch das an. Wow. So schön an den Wellen vorbei. Oh. Ja, okay, aber klappt doch, Leute. Klappt doch. Boah, Riesenwelle, Alter. Wow, okay. Oh, der Hintergrund, wie schön er ist. Aber ich darf nicht drauf achten. Ihr könnt drauf achten, aber ich nicht. Ey, first try, Alter. Da bin ich aber auch, wie gesagt, ein bisschen fummeliger in Erinnerung. Im Original zumindest. So, wo sind wir jetzt? Geld. Oh, noch ein Röhrenrätsel. Ey, seh mal da, auf dem Wasser. Hä? Ein Boot, das ist Orbit. Oh, was ist das denn, Alter? Ein Boot? Hey, da hier, Hilfe. Ihr sind gestrandet, tot. Ach, herrje. Oh, guckt sie euch an. Was ist denn das? Nein, zu klein. Ja. Zu schwer. Mann, was ist denn das? Nein, zu klein. Ja, sorry, Leute. Was ist denn sorry. Nein, zu klein. Okay, den können wir wohl erstmal nicht helfen. Das tut mir leid. Oh Leute, warte mal, wir sind schon beim Boss heute. Der ist nämlich da hinten in diesem Schiff drin. Okay, dann ich geh mal hier rein. Wo komme ich raus? Was, direkt da? Ah, nee, doch nicht hier bei dem Schiff drin. Nee, aber hups. Alter, wie alle aufs Boot darauf hier zwängt sind. Lalala. Bum, bum, bum. Ich glaube, das ist echt nicht mehr. Viel kommt nicht mehr. Guck, da ist noch eine Papierflugplatte. Okay. Hu, ho, ja, wah. Ah, okay, ich verstehe schon. Da muss ich jetzt genau abpassen. Ei. So. Das ist doch kein Problem, oder? So, warte, ich weiß ja, wie ich hier gegenlenke. Oh. Also, weiß natürlich gar nicht, ob das jetzt richtig war. Okay, ich hoffe, ich muss nur einen Schalter drücken. Ah. So retten wir diese kleinen Hoshis. Hups. Hoppala. Kein Problem. Ach, man, ist so schön, das Spiel, Leute. Ist das so ein geiles Game? Sag doch mal. So, und abgebremst. Cool. So, mal die Fähigkeiten alle nochmal schön benutzt werden, ne? Ach, ist das schön. Herrlich ist das.
Ihr seid frei, meine kleinen Toads. Oh, über diese Fässer kommen wir ans Ufer. Vorwärts, vorwärts, nicht quatschen, einfach an Land gehen. Los, vorwärts. Ja, die haben auch schon bessere Tage erlebt, oder? Was so? Leute, habt ihr gesehen? Leute, habt ihr gesehen? Das waren doch... Das waren hier, Palmona und, ups. Das gibt's doch wohl gar nicht. Romanzo und Palmina? Also, was machen die denn hier? Okay, schnell mal. Komm ich überhaupt wieder so zurück? Na doch, ich muss ja, das sind ja die alten Dinger. Okay, komm Mario, komm. Nein, so weit geht schon. Tja, mit dem Boss wird das wohl nichts. Trappen. Hä, komm ich da doch nicht, komm ich da nicht rüber? Okay, dann fliege ich halt. Ja, ist ja gut. Ich fliege halt rüber. Ich dachte, das wäre jetzt schneller so, wisst ihr? Aber das Schiff hat mich verarscht. Nein, dann fliege ich rüber. Ist kein Problem. Hui. Ist eh besser und cooler. Jups, hops. So, jetzt muss ich erstmal kurz... Wer sind die denn? Boah, voll gegen den Pfosten. Okay. Hoppala. Mann, ich hasse Wasser. Okay, jetzt ruhig. Müssen wir hier irgendwie... Oh, Mann! Erstmal abchecken, wie das hier ist. Das ist perspektivisch ja nicht so einfach. Oder ich bin einfach nur doof. Was zum... Ist aber... Was ist denn jetzt hier los? So, okay. Ja, wie gesagt, perspektivisch. Gut, nicht so einfach und ersichtlich. So, einfach ganz schnell rüber, ohne nachzudenken. Yeah! Leute, wer seid ihr denn? Keine Ahnung, wie du hierher kommst. Aber du hast uns gerettet. Das ist doch unser komischer Händler. Wir wollten den Piratenschatz auf dieser Insel heben. Aber auf dem Meer wurden wir von Geistern angegriffen. Und jetzt sind wir hier. Aber das ist doch Mario. Kennst du mich noch? Alpamons Tochter. Alpamina Palmon. Ja klar. Und Romanzo ist natürlich auch hier. Yo. Wir sind also mit Papas Erlaubnis auf dieses Schiff gestiegen. Aber als unser Schiff an dieser Insel vorbeikam, das siehst du ja selbst. Jedenfalls sind die Gerüchte über den Piratenkönig wahr. Er ist da ganz in der Nähe. Aber sag mal, Mario, was tust du eigentlich hier? Sternenwillen suchen. Papa wird dich doch nicht etwas geschickt haben, um uns zurückzuholen. Sternjuwelen, Cash. Was? Du suchst den Piratenschatz und das ist Sternjuwel? Der Schatz soll ganz in der Nähe sein, bewacht vom Geist des Piratenkönigs. Ich glaube, du könntest Piratenkönig Cortez besiegen. Ja, du wirst diesen Cortez besiegen, der uns in diese Situation gebracht hat. Ja klar, na Romanzo, alles klar. Oh, Romanzo und ich, wir sind doch immer verliebt wie am ersten Tag. Aber bei Mina, doch nicht vor all den Leuten hier. Was soll denn das, Mann? So, bist du denn Händler? Hab ich hier noch ein bisschen was einkaufen? Ja, ich bin Händler und hab hier einige ganz exquisite Waren für dich im Angebot. Zieh's dir rein, Mann. Ah, der Lebenspilz? Ich glaube, den brauche ich alle nicht. Obwohl, ein Donnerzorn wäre auch nicht schlecht. Gegen alle Gegner. Ah, da hebt man eben einen Donnerzorn her. Donnerzorn kostet einen Zwacken. Ja, Interesse, Herr, danke, ich bedanke mich recht herzlich. So, okay. Vielen Dank. Ich freue mich schon bald auf das nächste Mal. So, was kann ich hier noch irgendwas hier machen? Die stehen hier alle im Weg rum. Die sind doch nicht hier. So, Leute, was ist denn hier los? Na? Oh, wie sollen wir nur wieder ans Tageslicht kommen? Ich weiß ja, den konnte ich hier nicht so ja schon irgendwie... Ach, nee, ist ja erst später. Nee, erst später. So, wir kommen ja ans Tageslicht. Check gar nichts mehr. Lieber als der Schatz wäre uns ja ein Ausweg von hier. Aber wo mag er wohl sein? Während du Cortez besiegst, werden wir hier bleiben und ganz gründlich nachdenken. Ja, dann denk mal nach, ne? Leute, es geht echt schon los mit Cortez. Nun gut. Ey, was zum? Und erschreckt? Entschuldigung, Mann. Also, ich bin in der Höhle, ich bin dir in die Höhle gefolgt, aber dann habe ich mich verirrt. Irgendwie bin ich aber doch bisher gekommen, also bin ich jetzt hier. Aber viel wichtiger ist, ich wette, dass Stanley ist auf dem Piratenschiff. Natürlich ist auch Cortez, der Piratenkönig, da. Ich wette, du machst ihn fertig, Mario. Das schaffst du doch, oder? Ich zähle auf dich, die anderen natürlich auch. Hä, was macht der denn jetzt hier? Oh Mann, ey, okay, wir werden erstmal absaven. So, dann könnt ihr ihn nochmal heilen. Und ich glaube, hier kann ich nochmal ein bisschen. Hast du noch was Cooles? Nee. Ist alles nur im. Oh, doch!
Alter, noch ein Superpilz. Okay, das ist natürlich sehr nett. Juhu, ja, KP ist halt ein bisschen dürftig, ne? Ich kann mich ja noch mal kurz heilen. Nee, ordentlich. Tasche, einfach mal einen Superpilz nehmen, oder? So, sind wir voll geheilt, cool, reicht doch. Im Check. Na, komm, im Check. So, alles klar. Hoppala. Heilen brauche ich nicht. Leute, dann machen wir nochmal Cortez, den wir natürlich nochmal scannen müssen. Er hat uns die ganze Zeit gewarnt, wir sollen umkehren. Und jetzt sind wir ja trotzdem da und haben ihn ignoriert. Oh, dein Leben ist mein. Ich warte hinter der Tür. Lass alle Hoffnung fallen. Und Sternsplitter hier? Er wartet hinter der Tür. Los, komm, Brina! Alter, leg das Sternjuwel, guck mal, der ganze Reichtum hier. Bleib fern von meinem. Oh, endlich widersprechen wir ein normaler Pirat. Alter, ist aber fliegender Schädel. Bleib fern? Nein, hau ab. Beim Klabauter, Mann. Landratte, ich raube mir meinen Schatz zusammen und du willst ihn mir stehlen. Nee, ich will eigentlich bloß ein Sternjuwel haben. Oh, oder, du wagst es. Oh. Das hier ist mein Revier, verstanden? Oder willst du das nicht kapieren? Pass auf, ich mach dich zu Fischmehl, du. Bist du bereit? Kann man dafür überhaupt bereit sein? Oh, Flucht nicht möglich, Alter. Lucky! So, Angriffe gehen erstmal daneben, sehr schön. Leute, das ist einfach, guckt ihn euch an. Er ist ein riesengroßes Skelettmonster. Okay, ich mache erstmal eine Stoppattacke auf Cortez. Verdammt, er scheint Verteidigung zu haben. Oh, oder eingenebelt. Na gut, Scanner trifft hoffentlich trotzdem. Los, Gumbrina, was ist das für ein Typi? Cool. Das ist Cortez, Alter. Die Leute in dieser Gegend fürchten noch immer diesen Geist des Piratenkönigs. Hey, Moment mal, der hat nur 20 KP. 4 Angriffskraft, 1 Verteidigung. Er scheint wenig KP zu haben, dafür hat er als Geist aber viele Leben. Oh, also viele Phasen. Außerdem kennt er einige besonders fiese Attacken. Ein gefährlicher Gegner also. Du solltest ihm ganz einfach so viel Schaden zufügen, wie du kannst. Einfach Brute-Forcen. Dann wirst du diesen elenden Geist schon irgendwie besiegen können. Okay. Das klingt trotzdem nicht so geil. Dum-dum-dum. Daneben, Alter, eingenebelt und mein Cape ist aktiv. So, okay, dann kann Gumbrina aber, weil die hat halt leider nicht so viel, ne, dann muss die leider wieder weggehen. Boom! Oh, eingenebelt. So, okay, Gumbrina, geh mal raus. Wir machen das mit Bartomb. Der kann natürlich schon explodieren. Oder setzen wir ihn in Brand? Oder Imcheck? Alter, Imcheck. Leute, mit Stampfattacke und wir haben ja einen Kraftpunsch. Ne, wir haben ja so einen Kraftpunsch, den ich ihm geben kann, der macht einfach Stampfattacke. Hier! Yeah. Dafür muss erst der Nebel weg. Alter, ohne Scheiße, das mache ich erst, wenn der Nebel weg ist. Kann er mal irgendwie weggehen? Mann, Stampfattacke! Mann, so richtig ätzend, ey! Der voll scheiße, Mario. So, der wird nur springen, weil der hat eine Verteidigung. Ich weiß, aber... Mann, ich wollte doch nur gucken, ey! Ich muss erst mal warten, bis der Nebel weg ist. Cool! Ich check, da war 0 Damage. Was ist daran cool? Wow! Alter, wie er mich einfach nicht trifft. Kann der Nebel jetzt mal bitte weg sein? Alles klar, er ist weg. Aber Steineschmeißer sind dafür da. So, also, ihr könnt natürlich auch Kraftpunsch auf mich einsetzen. Aber ich weiß nicht, ich weiß, er macht größer und erhöht die Angriffskraft. Los, ihm check. Na okay, plus 2. Ja, er müsste trotzdem schön Damage machen. Stampfattacke! Boah, bin ich schon erwachsen oder was hier? Oh, jawoll. Oh, schade. Aua. Okay, der Schaden ist real. Ein Susseldusel hat das Publikum eingeschläfert. Das heißt, ich kriege jetzt keine Punkte mehr. Toll. Okay, dumme Phase 1 haben wir aber gleich. Nochmal mit Stampfattacke. Aui. Bumm. So, 4 Schaden noch. Das mache ich ihm mit einem Wirbelschlag oder einfach mit dem Hammer. Ja, okay, einfach Hammer. Alles komm. Schade. Nur 3 Damage wegen dem einen Verteidigung.
Pass auf, Mann! Oh, Alter, wie einfach auf Mario geht! Ja, okay, einen habe ich noch mit Angriffskraft, also, wartet mal. Phase 1 ist damit besiegt. Wie seht ihr, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht jedes Mal neu scannen. Die Handschuhe, die er anhat. Was zum... Oh mein Gott! Da bin ich wieder kleiner geworden. Nee, okay. Immer noch 20 KP. Was soll denn das, ey? Das ist irgendwie echt doof, dass der Verteidigung hat. Das nervt. So, wir können nochmal, warte, wir können nochmal Power Plus machen. Power Plus. Wow. So, einfach wieder alles schön hier, ne? Genau, alles hier schön. Das war gerade fies, ey. Ich hab eigentlich... Excellent. So, plus 3 und 3 Verteidigung, Alter. Okay. Cortez, du hast jetzt gelitten. Angriffskraft wurde erhöht. Verteidigung wurde geboostet. So, und dann Stampfattacke auf Cortez. Jetzt haben wir richtig Win. Oh, sehr schön. Halt mal jetzt eine Weile aus. Oh, tja, so nicht. Ich bin ja auch viel stärker jetzt, ne? Mal gucken, was jetzt die Stampfattacke ausmacht. Ja, plisch, plisch. Oh, richtig viel Schaden. Stampfattacke, los! Ein Doppelstampf. Au je. Und Phase down. Oh, oh. Was denn jetzt? Ah, der letzte Phase. Er ist bloß noch ein schwebender Kopf. Oh, oh, und alle haben sie 4. Okay, dann kann ich jetzt einfach auch Multisprung machen, weil ich bin ja geboostet. Na, mal gucken, ob das klappt. Hoho! Alter, das hat richtig gut geklappt, Alter. Stampfattacke! Los, Mann! Solange wir noch unseren Power Plus haben. Der ist so cool. Er ist fast tot, Alter. So. Publikum ist auch wieder wach inzwischen. Aua, aua, der gewinnt noch. Da hilft wohl nur. Hä? Und jetzt kommt die Cortez-Spezialattacke. Hüte dich vor meinem Zorn. Oh mein Gott. Ja, das halbe Publikum auf ihr snackt. Und wir sind wieder normal. Er hat einfach das halbe Publikum auf ihr snackt. Was ist denn mit ihm los? Warum ist der denn so fies? Hoppala. Guck mal, das macht er nicht nochmal. So, wenn seine Dinger hier alle rumliegen, Leute, das ist schon nicht verkehrt. Guck, ich habe auch noch einen Donnerzorn gegen seine ganzen Waffen. Das ist alles cool. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ich überlege jetzt bloß, vielleicht kommt ein Eierschlag, damit du ein bisschen schwächer bist. Bisschen schwächer. Oh, oh, der hat keinen Effekt. Das hat nichts gebracht. Aua, und ich bin ein kleiner Baby Yoshi. So ist, oh, 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 da schwebt wieder alles. Aber dafür hat man sich schön Donnerzorn geholt. Sag mal, haust du mal ab hier? So, jo. Warte, aber das wartet. Ach, ich hab ja noch, ich hab Paralyse, nee. Okay, also Donnerzorn. Einfach 5 auf alle Gegner. Voll geil. Ansonsten könnten die Schwerter auch echt ein Problem sein. Leider. So, aber jetzt ist im Check Yoshi leider zu schwach. Wir switchen mal. Er muss auf wen? Wer kann denn da hochspringen? Weil ich meine, eine Verteidigung hat er ja trotzdem. Oder Yoshi macht einfach Show-Einlage. Yeah! Und dann kann ich gleich wieder Power Plus machen. Ja, wir freuen uns so. Yeah! 3 Dinger voll. Abgeblockt. Wie die Leute einfach abhauen. Warum haut ihr denn ab? Guck mal, es geht jetzt richtig los hier erstmal. Power Plus. Wow. Einfach übelst fiese Attacke, ey. Das ist so eben Wein. So. Ich weiß ja nicht, wie viel kann man da überhaupt machen? Ist 3 das Maximale? Offensichtlich nicht. Alter, plus 4. Alter, blieben, blieben. Yeah. So, Cortez, du hast jetzt gelitten. Yoshi wird dich fertig machen.
Er ist der kleine Imcheck. So, Alter, plus 4, Trappen. Und der Rotrisch, die rennen jetzt. Ah. Oh. 31 Erfahrungspunkte. Das war geil. Und Abschlusscash. Daumen hoch. Tja, Cortez, sorry, Mann. Oh nein! Mein Schatz! Und tschüss? Also, was denn? Hey, ich bin doch da. Zum ewigen Leben verflucht, weil ich meinen Schatz so liebe und die Menschen hasse. Und wenn ich besiegt werde, ich bin ja schon tot, Mann. Ich liebe meinen Schatz, hab nur keine Lust mehr, ihn dauernd zu bewachen. Wir wollen eigentlich den Schatz nicht, wir wollen nur das Sternjuwel. Was? Du bist gar nicht hinter dem Schatz her. Mm-mm. Aber wieso bist du dann extra bis hierher? Ich check gar nichts mehr. Mann, das Sternjuwel, die Welt retten. Was? Das ist alles, was du willst? Oh yeah. Ja. Ja. Bloß diesen lausigen Stein, ist das dein Ernst? Wie er auch so geile Mimiken hat. Obwohl er nur Kopf ist. Aha, ja gut, dann sollst du den Stein haben, ist kein Problem. Ein Juwel mehr oder weniger, was macht das schon aus? Besonders hübsch finde ich ihn auch nicht. Aber er hat doch die Farbe deiner Augen. Leute, das war doch mal mega cool! Ja, du hältst ein Sternjuwel! Deine Sternkraft beträgt jetzt 6. Mario lernt die Sternattacke super fit. Geschafft! Kapitel Ende. So besiegte Mario den Schrecken der Meere, den Piratenkönig Cortez. Mit dem Sieg über den Piratenkönig erhält Mario das 5. Sternjuwel. Cortez aber wird sich in Zukunft wohl von vorbeifahrenden Schiffen fernhalten. Die Frage ist nur, wie unsere Freunde von der Insel fliehen sollen. Und dann gab es doch noch eine Kleinigkeit, die man nicht vergessen sollte. Ja, den fies eingeschleusten Typen. Ich muss erstmal den Part beenden. Also gut, du hast, was du brauchst. Mach, dass du wegkommst. Können wir dich irgendwie um Hilfe bitten? Erstmal Tür auf. Logbuch, Tag sowieso, Monat sowieso. Es ist unglaublich. Wir sind wirklich am Ziel. Wir haben den Schatz des Piratenkönigs Cortez entdeckt. Ja, aber... Aua, einfach rausgeschmissen. Leute, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder bei Peppa Mario. Also, ne, wir wissen gar nicht, was... Ist das Kapitel doch noch nicht vorbei? Weil sonst geht's doch direkt immer zu Peach und Bowser. Mal schauen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.